Im Hintergrund, da sehen Sie schon den Fähranleger in Nordenham-Blexen. Und dann können Sie sich denken, welche Sendung Sie eingeschaltet haben. Den Fährtalk. Wir sind auf der Weserfähre und sind gerade von Bremerhaven nach Nordenham gefahren, um eine weitere Gesprächspartnerin gleich in Empfang nehmen zu können. Die neue Leiterin des Naturparkhauses und Museums Fedavarasil, Friederike Ehn, wird heute zu Gast sein. 14 Naturparkhäuser gibt es. Und das Besondere in Fedavarasil ist, dass es gleichzeitig auch ein Museum ist. Warum das so ist und was das Besondere dieses Hauses ausmacht, all das werden Sie gleich in unserem Gespräch erfahren. Ich hoffe, Sie bleiben dran bei einer neuen Ausgabe vom Fairtalk, wenn wir gleich ablegen und auf der Fahrt nach Bremerhaven hier ins Gespräch kommen werden. Schön, dass das geklappt hat. Ja, ich habe es gerade gesagt, die neue Leiterin des Nationalparkhauses und Museums Fedavarasil. Aber erstmal zu Ihnen. Wir fahren jetzt ja in Richtung Bremerhaven, in Richtung Bremen, ins andere Bundesland, Ihre Heimat sozusagen. Also Sie sind lange Zeit, wohnen Sie schon in Bremen, oder? Ja, genau. Also gebürtig komme ich aus Münster und habe aber in Bremen Biologie studiert und auch die letzten 10 Jahre meinen Erstwohnsitz in Bremen gehabt. Also selbst in der Zwischenzeit, als ich noch mal beruflich in Münster war, war mein Erstwohnsitz noch in Bremen. Mein Mann ist dort geblieben und somit würde ich das als meine Zweitheimat bezeichnen wollen. Und da fahren wir jetzt hin. Sind Sie schon mal hier auf der Weserfähre unterwegs gewesen? Ja, einmal in die andere Richtung von Bremerhaven nach Nordenham. Einfach auf einem Ausflug. Aber von dieser Richtung ist es das erste Mal. Das erste Mal sind Sie auch in der Wesermarsch gewesen, beziehungsweise in Fedavarasil, oder haben Sie vor Ihrem Dienstantritt das Haus und auch die Region schon gekannt? Ich bin vorher noch nie in Fedavarasil gewesen und meines Wissens sogar auch nicht in Budjading. Nee. Hatte aber meinem Mann vor 2 Jahren einen Gutschein zum Geburtstag geschenkt, dass wir die Silroute mit dem Fahrrad abfahren. Und wir haben es nicht geschafft, das einzulösen. Also hoffen wir, dass es diesen oder nächsten Sommer dann was wird. Sie haben ja in Ihrem Hause auch einige Reiseführer. Haben Sie da einen schon kontaktiert und sich schon mal so ein bisschen jetzt durch die Wesermarsch leiten lassen? Oder schon mal eine kleine Führung gemacht, um die Region und da Ihren neuen Arbeitsplatz besser kennenzulernen? Ja, also wir haben die Gästeführer an unser Haus angeschlossen. Und jetzt versuche ich natürlich gerade in der Anfangszeit möglichst bei allen Führungen, sowohl im Hause als auch außerhalb des Hauses mitzulaufen, um die Natur und die Region noch besser kennenzulernen. Also vor allem die Region, die Natur, das ist mir durch das Studium bekannt. Und ich war so auch häufiger an der Nordseeküste. Aber die Region Budjading, die Bedeutung der Region und den Umgang der Menschen mit der Küste, das ist für mich doch Neuland. Und da habe ich einen großen Vorteil dadurch, dass so viele Leute mit Kenntnissen dem Haus angeschlossen sind. Sie haben es gerade gesagt, Biologin sind Sie von Hause aus, aber auch mit Museumspädagogik haben Sie durchaus etwas zu tun gehabt. Sie haben in Münster eine Ausstellung konzipiert über das Thema Biologie und Technik, ja. Bionik. Erzählen Sie uns da kurz was drüber. Genau, also ich habe die letzten 2,5 Jahre in Münster verbracht am LWL-Museum für Naturkunde. Und dort habe ich als wissenschaftliche Volontärin das Konzept für eben diese Ausstellung gemacht zum Thema Bionik. Eine sehr große Ausstellung. Und wie Sie gerade schon sagten, das Wort Bionik ist ein Kunstbegriff aus den Begriffen Biologie und Technik und bedeutet auch eben dies. Also es ist die Verknüpfung zwischen Biologie und Technik. Was können wir von der Natur lernen? Was können wir in der Natur abschauen und nutzen für uns in der Technik, um eben unsere technischen Entwicklungen zu verbessern, nachhaltiger zu gestalten. Seit Beginn des Jahres sind Sie jetzt neue Leiterin in Fedavarasil. Wie ist denn Ihr erster Eindruck von diesem Haus? Wie würden Sie dieses Haus beschreiben? Was ist das Besondere an dem Naturhaus in Fedavarasil, was ja auch gleichzeitig ein Museum ist? Ja, genau. Also es ist einmal ein Nationalparkhaus, gehört zu den 16 Nationalparkhäusern, die es an der Nordseeküste gibt. Und gleichzeitig ist es ein Museum. Das ist es schon seit 20 Jahren. Als ein Museum wurde das Haus gegründet, und zwar als ein Regionalmuseum. Und dann 1996 ist es noch zum Nationalparkhaus geworden und gehört dann eben zu der Nationalparkverwaltung in Wilhelmshaven.
zeichnen uns dadurch aus, dass wir zum einen eben die Regionalgeschichte Budjadings erzählen und ja, Kultur der Region Budjading vermitteln wollen und aber eben zusätzlich als Nationalparkhaus jetzt auch Schwerpunkte auf die Vermittlung von der Natur des Wattenmeers legen. Das Besondere an dem Haus, finde ich, ist zum einen, dass es klein und überschaulich ist. Das sage ich, weil ich jetzt von einem sehr großen Museum komme und der Vorteil eines so kleinen Hauses ist, dass man es sich in 2 Stunden gemütlich erschließen kann, sehr, sehr viel lernt, aber trotzdem nicht überfrachtet mit Informationen wieder rausgeht. Das, denke ich, ist eine große Stärke des Hauses. Und dass man eben all das über die Region, was wichtig ist, die Besonderheiten der Region, sowohl die kulturellen als auch die Naturbesonderheiten in dem Hause vermittelt bekommt. Sie haben es gerade gesagt schon, das Haus ist eigentlich seit 20 Jahren auch als Museum aktiv, aber rein offiziell, den offiziellen Status Museum, den hat es jetzt erst Ende letzten Jahres bekommen. Warum ist das eigentlich so? Ja, da haben meine Vorgängerinnen ganz kräftig dran gearbeitet. Um ein Museum zu sein, muss man bestimmte Kriterien erfüllen. Man muss eine Sammlung haben. Diese Sammlung muss auch auf jeden Fall ein Stück weit registriert sein. Man muss Ausstellungen machen, das haben wir auch vorher schon gemacht. Und man muss auch Forschung betreiben. Das sind so diese 3 Kriterien, die ein Museum durchführen muss. Und nur wenn man dies wirklich tut, dann hat man sich den Titel Museum verdient. Also es kann sich zwar jeder, der etwas ausstellt, schon Museum nennen. Wir konnten uns ja vorher auch schon Museum nennen. Aber erst als registriertes Museum hat man sich diesen Titel eigentlich wirklich verdient und erfüllt eben die Voraussetzungen, die ein Museum erfüllen muss. Wie sieht denn da konkret jetzt die Forschung aus? Arbeitet man da zum Beispiel mit Fachhochschulen, mit der Uni Oldenburg zum Beispiel, zusammen der Uni Bremen? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also da die meisten Dinge sind noch angestrebt. Eine Forschungsaktivität, die wir schon verfolgen, ist mit der Uni Oldenburg. Und zwar hat dort eine Forschungsgruppe sich unser Museum herausgepickt als eine Fallstudie. Und zurzeit laufen sie durchs Haus und ja, bewerten, analysieren das Haus, um zu gucken, was dieses kleine Heimatmuseum ausmacht, was die Stärken von kleinen Heimatmuseen sind und was die Schwächen sind. Und daraus können wir als Haus eine ganze Menge lernen, was können wir verbessern, was sind unsere Stärken, wodurch zeichnen wir uns aus. Das ist also für uns eine sehr wertvolle Tätigkeit. Auf Dauer wollen wir natürlich auch dahin kommen, dass wir konkret zusammenarbeiten mit Unis, die Forschung am Wattenmeer betreiben, um eben dann die Forschungsergebnisse in unsere Ausstellung einzugliedern und ja, dann wieder zu vermitteln. Ein Schwerpunkt des Hauses ist sicherlich das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Wie wird denn dieses Weltnaturerbe im Haus in Fedderwattersiel präsentiert für all jene Zuschauer, die tatsächlich noch nicht da gewesen sind? Ja, also für dieses Thema UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer sind natürlich zum Ersten die Gezeiten wichtig. Sie staunen, wie viele Leute immer wieder hier hochkommen und gar nicht wissen, dass das Meer ja zeitweise nicht da ist, dass wir Ebbe und Flut haben und diesen Wechsel hier an der Nordseeküste. Und da haben wir das Gezeitenmodell, welches auf sehr anschauliche Weise die Zusammenhänge zwischen Ebbe und Flut, Mond und Sonne zeigt und die Besucher erstmal einführt in die Thematik, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir ein Watt vor der Tür haben, dass wir ein UNESCO-Weltnaturerbe vor der Tür haben. Dann ist natürlich ganz wichtig, wir zeigen die verschiedensten Organismen, die im Watt und im Wattenmeer leben und zeigen den Besuchern auch, wie diese Tiere und auch Pflanzen, die Organismen, sich eben an die extremen Gegebenheiten im Wattenmeer anpassen. Es ist ein extremer Lebensraum, dadurch, dass teilweise die Salzwiesen zum Beispiel durch Salzwasser überflutet sind, teilweise geht das Wasser zurück. Das heißt, die Tiere sind zu verschiedenen Zeiten einmal dem Wasser ausgesetzt und dann der Sonne und dann gleichzeitig noch dem Salz. Also ein ja, sehr komplexes Ökosystem, wo eben viele Anpassungen dann vorherrschen. Das versuchen wir den Besuchern nahezulegen. Da werden zum Beispiel auch Wattwanderungen angeboten von Ihrem Hause, oder? Ja, wir haben den Nationalpark Wattenführer, Teddy Rode, der zurzeit schon täglich mit den Leuten rausgeht ins Watt und abhängig von den Tiden eben guckt, wann kann er losgehen. Und 1,5 Stunden ist er dann mit den Leuten im Watt unterwegs. Sie haben so eingangs gesagt, dass Sie jetzt natürlich gucken, dass Sie bei Führungen mit dabei sind. Haben Sie selbst da auch dann dementsprechend eine Wattwanderung schon mitmachen können? Nein, die konnte ich bei Herrn Rode noch nicht mitmachen, aus dem ganz einfachen Grund, dass meine Gummistiefel im Keller vergraben sind und ich sie nicht mehr rauskriege, weil so viel davor steht. Aber ich werde jetzt meine anderen Gummistiefel am Wochenende aus Münster mitbringen und dann denke ich, nächste Woche werde ich mich ins Watt aufmachen. Dann werden Sie sich ins Watt aufmachen. Wie viele
machen sich denn regelmäßig ins Watt auf? Wie groß ist da der Bedarf? Sind das Schulklassen? Sind das die klassischerweise die Touristen, die in die Region kommen? Wie sieht das da aus, die Nachfrage gerade nach den Wattwanderungen? Also es sind vor allem Touristen, die in die Region kommen, aus dem ganz einfachen Grund, dass die Anbindung an das Haus mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gut ist und dadurch die Schulen große Probleme haben, das Haus überhaupt zu erreichen. Die müssten einen Bus mieten und das lohnt sich für die Schulen dann häufig nicht. Dann fahren die eher nach Tossens oder an irgendeine Stelle, wo man eben mit dem Schulbus oder mit einem öffentlichen Bus eben diese Wattwanderung vornehmen kann. So haben wir hauptsächlich Touristengruppen da und die variieren von Größen zwischen 10 Leuten, Herr Rode läuft auch mit 6 Leuten los, bis aber hin zu 30 Leuten. Ich glaube, da macht er dann wirklich die Grenze und sagt, mehr als 30 Leute, das ist dann mit einem Wattführer nicht möglich. Sie haben auch regelmäßig Ausstellungen bei sich im Hause. Es gibt natürlich die Dauerausstellung, die wichtig ist, von der Sie schon erzählt haben, so ein bisschen vom Gezeitenmodell zum Beispiel, das die meisten Besucher kennen dürfen. Aber dann gibt es natürlich auch regelmäßig neue Ausstellungen. Aktuell läuft zum Beispiel eine Ausstellung über die Sturmflut 62. Was ist noch weiterhin geplant an Ausstellungen? Ja, im Anschluss an die Ausstellung, die wir gerade zeigen, wird es eine von den Seenotrettern geben. Die Seenotretter sind insofern auch Teil unseres Hauses, als dass wir einen alten Seenotretter in einem Schuppen stehen haben, den die Besucher auch besichtigen können. Der Schuppen ist immer sonntags geöffnet. Und die Seenotretter machen eine große Ausstellung über ihre Arbeit, also es ist die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Ist ja, ist es wirklich. Und die werden eine Ausstellung machen, zum einen über ihre Arbeit und was sie machen, wie sie die Leute retten, wie sie rausfahren auf die See. Und werden aber zeitgleich auch über Hermann Onken eine kleine Ausstellung machen. Jemand, der als Fischer nach Fedderwardersiel gekommen ist und dann auf einem Seenotrettungsboot gearbeitet hat als Vormann. Und gleichzeitig werden sie dann auch noch das Thema Titanic mit in die Ausstellung bringen, da die ja ihren 100-jährigen Untergang dieses Jahr feiert, kann man da nicht sagen, aber hat. Und da werden sie auch eine kleine Ecke über die Titanic haben, wo sie eben über die Titanic als Schiff berichten und über das, was passiert ist. Als Leiterin des Hauses haben Sie da eigentlich jetzt einen Schwerpunkt, weil es ist ja schwierig, dass die beiden Bereiche sozusagen zu trennen. Wir haben es gerade schon gesagt, Nationalparkhaus mit auch gewissen Auflagen in Anführungsstrichen verbunden, was man gewährleisten muss und auf der anderen Seite eben halt das Museum mit seinen verschiedenen Ausstellungen. Ist es schwierig, das beides unter einen Hut zu bekommen oder gibt es da für Sie einen ganz konkreten Arbeitsschwerpunkt? Also die Themen sind vernetzter, als man vielleicht häufig denkt. Es ist ja einfach so, dass auch in dem Teil Regionalmuseum eben der Umgang der Menschen mit dem Wattenmeer, mit der Küste gezeigt wird. Und im Grunde zeigen wir im ganzen Haus einfach, wie unterschiedliche Organismen, Mensch, Tier oder Pflanze, mit dem Meer umgehen. Und somit denke ich, dass es sehr viele Überschneidungspunkte gibt und sich das auch schön machen lässt. Trotzdem fehlen mir natürlich die Kenntnisse im kulturellen, kulturwissenschaftlichen und regionalwissenschaftlichen Bereich. Die habe ich nicht, da bin ich oft auf die Leute im Haus angewiesen, dass die mir erzählen, was sind die Besonderheiten unserer Sammlung zum Beispiel. Das kann ich dann als Biologin nicht beurteilen. Und da muss man zusammenarbeiten. Den Schwerpunkt Der Schwerpunkt liegt automatisch bei mir natürlich ein bisschen auf den biologischen Aspekten, dadurch, dass ich von Haus aus Biologin bin. Trotzdem darf natürlich das Museum nicht vernachlässigt werden. Und das Ziel des Hauses und auch mein Ziel ist es eben, diese Themen zusammenzubringen, zu integrieren und unser Alleinstellungsmerkmal, nämlich Nationalpark, Haus und Museum, weiter herauszuprofilieren und beizubehalten. Wie ist da der Kontakt zum Beispiel zu anderen Einrichtungen, auch zu anderen Nationalparkhäusern? Der ist sehr gut. Also es gibt regelmäßige Treffen. Das nächste ist auf Wangerooge, worauf ich mich schon freue. Wo dann alle Leiter der 16 Nationalparkhäuser zusammenkommen und man gemeinsam überlegt, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, was sind unsere Schwerpunkte. Es gibt gemeinsame Aktionen, wie zum Beispiel die Zugvogeltage, die dieses Jahr im Oktober stattfinden, sodass die Zusammenarbeit sehr rege ist.
Was sind Ihre nächsten konkreten Pläne oder Ideen für das Museum? Jetzt war ja erstmal sozusagen Bestandsaufnahme, erstmal mit dem Haus, mit den Personen vertraut werden, mit der Region vertraut werden. Aber haben Sie schon so ganz konkrete Ziele, wohin sich vielleicht das Haus noch entwickeln könnte? Ja, also was ansteht jetzt auch noch dieses Jahr ist, dass ein Grobkonzept erarbeitet wird für eine Erneuerung der Dauerausstellung. Die Ausstellung ist jetzt so alt wie das Haus, also 20 Jahre, und da kann einiges dran gemacht werden. Und ja, das Wichtige dabei ist eben, das beizubehalten, was an Besonderheiten da ist. Wir haben sehr schöne Dioramen, wir haben sehr schöne Hintergrundbilder, sehr schöne Modelle. Das ist was, was von den Besuchern sehr gut angenommen wird und was wir beibehalten wollen. Trotzdem muss geguckt werden, dass die Dauerausstellung als Ganzes modernisiert wird. Bestimmte Themen, die jetzt noch fehlen, mit in die Ausstellung inkludiert werden und das Ganze eben eine, ja, runde, modernere Sache wird, die dann auch für die Leute, die schon im Haus waren, wieder sehr interessant sein wird. Ist das schon eine konkrete Idee, die Sie einbringen konnten? Es ist gar nicht so viel an neuen Dingen, die dazukommen müssen. Also thematisch ist das Haus meines Erachtens sehr gut aufgestellt. Die Themen sind alle vorhanden und es ist lediglich sowas wie, die Schilder sind natürlich veraltet. Dann fehlt manchmal der rote Leitfaden. Solche Geschichten, das ist das, wo man jetzt rangeht und das bis ins Detail aufdröselt und aufarbeitet. Und dann muss man gucken, inwiefern kriegen wir das mit den Räumlichkeiten hin, die wir haben. Inwiefern müssen wir gucken, ob wir noch einen Anbau brauchen. Themen wie zum Beispiel die Gezeiten, da haben wir zwar das schöne Gezeitenmodell, aber das muss in Textform natürlich auch noch aufbereitet werden. Wattenmeer-Themen, Salzwiese, der Wattwurm zum Beispiel fehlt bis jetzt bei uns ganz. So ein faszinierender Organismus muss natürlich auf jeden Fall in der Ausstellung vorhanden sein. Und das sind Dinge, die wir jetzt angehen. Dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall ganz viel Erfolg damit. Wünschen Ihnen auch viel Spaß bei der ersten Wattwanderung, die dann hoffentlich bald stattfinden wird, wenn die Stiefel da sind. Und wir hoffen, dass wir uns dann mal wieder sehen bei ihm im Hause, wenn eine neue Ausstellung ansteht oder die neuen Räumlichkeiten vorgestellt werden. Und wir bedanken uns für den Besuch hier auf der Weserfähre beim Fairtalk. Und wir bedanken uns natürlich auch fürs Zuschalten. Und wir hoffen, dass Ihnen die Sendung die letzten Minuten wieder gefallen hat und dass Sie beim nächsten Mal wieder einschalten werden beim Fairtalk und natürlich sowieso jeden Donnerstag das Programm Ihres Lokalsenders aus Nordenham begutachten. Immer donnerstags ab 18 Uhr gibt es Blick ins Sendegebiet. Das gibt es in der nächsten Woche und wir sehen uns dann mit einem neuen Gast zur nächsten Fairtalk-Ausgabe. Hoffentlich bald wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.